Sie ist wundervoll. Hm. Alles klar. Ich weiß nur, wo die Typen. Wo sind sie? Wieso leben die denn immer noch alle vier? Ah. Space ist anscheinend die Bremse. Sondern wie oft stehen die denn wieder auf? Ich muss da mal ein bisschen. Ich muss da mal treffen, ne? Alter, heute noch! Was ist das denn? Wieso die Fallen? Willst du mich verarschen? Sterben die mal? Ach. Ist ja Wahnsinn. Oh ja, guten Tag auch. Oh, tut mir leid. Kanntest du die Kerle? Nitro! Drücke Shift, um zusätzlich Nitro dabei freizusetzen. Ja, hatten wir doch schon, oder? Gas! Ach Gott! Handbremse, hat man doch schnell für schnelle U-Turns, warte mal. Muss ich den da. So, du Schlettermäulchen! Lass diesen ekligen Muskel gefälligst in deinem Maul! Ja. Oh, und weiter geht's! So. Unfassbar, dass du zweimal drauf reinfällst! Mach gefälligst dein Maul zu! Genau! Vielleicht noch ein drittes? Nicht schon wieder! Komm mal! Du Vollidiot! Oh ne? Jetzt haben wir den aber nicht besiegt, ne? Das war's mit Zungenküssen! Was sind Zungenküsse? Also, das, Das, Tor ist offen. Was? Oh, das Tor. Was ist? Hab dich nicht verstanden. Kann es sein, dass du lispelst? Hierher, du gammeliger Wurm. Los, kämpf, damit ich dir meine Klinge in die faulige Dame rammen kann. Mach schon! Was soll ich machen? Ah! Alles klar. Volltreffer! So, das hätten wir. Habe ich ja genau das Richtige getan. Und du, dir erzähle ich jetzt. Sekunde. Dir erzähle ich jetzt was über Zungenküsse. Aha. Oh. Oh, wir sollten schleunigst verschwinden und nicht da dumm rumstehen. Und sich ducken, wenn etwas auf einen runterfällt. Ist auch so mit das Dämlichste, was man machen kann. Ja. Oder so. Zur Seite spielen wir auch noch die eine Option. Direkt hinter uns stürzt die Brücke ein! Was? Keine Panik, unser Vorsprung ist... Ah, shit, die Brücke stürzt echt ein! Du kleiner Hubbel! Wir segeln hier ganz sanft raus! Alter! Achtung, das Loch links! Links? Ich hab echt nicht reingefahren! Denkst du, ich bin blöd? Alter, was? Hast du das gesehen? Wahnsinn, Alter!
Scheißerin. Noch rechts. Bleibe da. Die Straße. Oh. Vorsicht, die Seite. Wow. Alter. Okay, jetzt links. Ich bin links. Jetzt, nein! Alter! Okay, das ist der letzte Sprung. Ja, so ganz gelenkig ist es. Das war knapp. Wow! Cool. Du magst den Wagen? Ja! Den muss ich unbedingt Lars zeigen. Lars vom Mars. The Viculus, Sie sagen, es sei die Feuerbestie Oma Godin selbst gewesen. Nein, es ist noch weitaus schlimmer. Es war Sicoria. Sicoria? Ich rieche ihr Blut. Das Zeitalter der Schmerzen ist angebrochen. Aber warum ist sie jetzt zurückgekehrt? Was will sie? Krieg. Endlich. Was sind das für Typen? Wir müssen weiter. In Bladehenge sind wir sicher. Hier, nimm diese Karte. Ja, eine Karte. Bladehenge. Okay, wir fahren mal nach Bladehenge. So, Orientierung, Leuchtfeuer. Er ist aber sehr langsam hier. Na gut, wir gehen wieder raus. Was ist Bladehenge? Bladehenge ist das Zentrum des menschlichen Widerstands. Aha! Das ist ein Leuchtfeuer. Richtig. Nun, im Moment besteht die Armee aus Lars, seiner Schwester und mir. Ab ins Licht! Folge deinen Richtungsanzeigen zum Licht der Metal-Götter. Es scheint immer auf deine aktuelle Mission. Okay, das Licht der Metal-Götter. Was? Ach komm. Lars ist ein großer Anführer, enorm inspirierend. So ein großer Aber es gibt ein paar organisatorische Probleme. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Eine Armee braucht Verpflegung, Unterkünfte, Fahrzeuge, tausend Dinge eben. Das klingt, als bräuchtet ihr einen Roadie. Was, ein Roadie? Ah, ist eine lange Geschichte. Wie wär's, wenn wir uns mal in der Stadt mit eurer gesamten Armee zusammensetzen? Wir machen ein Lagerfeuer und ich erzähle dir bei dem großen Humpen Met, was ich so mache und wo ich herkomme. Was ist ein Humpen Met? Was zu trinken? Sind wir nicht im Mittelalter? Naja, wir haben nur Bier. Aber davon kannst du so viel haben, wie du willst. Nach Bladehenge! Oh, was so eine schicke... Ophelia, was für einen Dämon bringst du denn diesmal mit nach Hause? Oh, hallo. Was? Das ist Lita, Lars kleine Schwester. Sie ist ein wenig angespannt. Lita? Auch sehr nett. Lars! Alles klar. Aus welcher Band entstanden? Damit ich das richtig verstehe. Diese Künstler. Müssen ihre Instrumente nicht einmal selbst stimmen? Nein, das machen wir. Die Roadies. Der Job des Rockstars ist es, das Publikum ins gelobte Land des Rock zu führen. Faszinierend. Können wir zu dem Part zurückkommen, wo du aus einer anderen Welt hierher gebracht wurdest? Oh genau, von diesem kleinen Kerl hier. Er hat dich hergebracht? Orma Godin? Die unsterbliche Feuerbestie? Der Verzehrer des Himmels? Der Vernichter der alten Welt. Genau. Er hat zufällig ein bisschen Blut ins Maul bekommen und ist dann komplett ausgerastet. Kommt jetzt? Es gibt eine Legende, dass Orma Godin, die Feuerbestie, eines Tages einen Krieger in diese Welt bringen würde. Der uns vernichtet. Der uns rettet. Die Übersetzung ist unklar, aber jetzt, wo ich dich kenne, weiß ich, dass du hier bist, um uns zu helfen, um uns anzuführen. Um die Dämonen zu bekämpfen, um die Menschheit zu befreien. Ja, verdammt! Ich meine, Sekunde mal. Ich weiß nicht viel übers Kämpfen, aber ich sag euch, was ich ganz sicher weiß.
Ich weiß, dass du hier der wahre Anführer bist, Lars, nicht ich. Und ich weiß, wie man eine Crew zusammenstellt, wie man sie organisiert und für eine Tour bereit macht. Das, mein Freund, ist genau das, was wir brauchen. Aber vermutlich sehnst du dich danach, in deine Heimat zurückzukehren. Also gut, wo ist eure Armee, Lars? Wir haben keine. General Lionwhite hat fast alle jungen Männer in seine Minen verschleppt. Und unsere Frauen dienen als Sklavinnen in seinem kranken Turm der Lüste. Holen wir sie uns zurück! Nein, du wirst dich Lionwhite nicht wieder nähern. Letztes Mal wurdest du fast gepfählt. Ein Vorschlag. Wir holen zuerst die Jungs raus und mit ihnen befreien wir dann die Mädchen. Aber... Jetzt sprengen wir die Ketten! Ich zeige dir die Minen. Aber du wirst sehen, dass diese Ketten schwer zu sprengen sind. Abwarten. So, was? Welttabulaturentafeln. Die Artefakte wurden offenbar absichtlich zurückgelassen, um über Riffs und Power-Akkorde Auskunft zu geben, die spezielle Auswirkungen auf die Welt haben, wenn sie gespielt werden. Wovon spricht der Mann? Ach, da! Warte mal. Nee. Also mal sehen. Was habe ich gemacht? Teufel auf Abruf. Halte Q und wähle das Teufel auf Abruf Solo. Um dein, Achso, das ruft unseren Wagen her. Ich kann es kaum erwarten. Yeah. Okay, ich würde aber gerne mal kurz hier gucken, was es hier drinnen noch so gibt. Ach hier, Schätzchen. Keine Sorge, wir befreien diese Mädchen bald, versprochen. Jede Sekunde, die wir zögern, bedeutet für sie weitere Erniedrigungen und Gefahren. Ich glaube, der Eddie ist so ein bisschen... Ich finde einen Weg, sie aus dem Turm der Lüste zu befreien. Scharf auf ich die. Weiß schon, wie ich sie befreie. Ich mache mir eher Sorgen, wie ich sie bewaffne. So, wo kann ich denn hier... hier irgendwas machen? Was gibt's denn hier noch so alles? Gibt's hier auch noch irgendwelche Schreine? Was ist das hier? Da ist ja wieder diese irre Ranke mit den Teufelsdaunen. Ach, hier auch? Wo? Was sollte ich machen, wenn ich sie sehe? Irgendwas spielen? Warte mal. Rock-Button, UFO, was? Neue Tourbuchseite freigeschaltet. Wo habe ich denn die Tourbuchseiten? Hä? Sekunde mal. Wo habe ich denn die Tourbuchseiten? Tourbuch, hier. Einheiten. Kombos. Der Grand Slam. Tastenkombination. Ja. Links, rechts, links. Lass einen Blitzbombenangriff. Einem gewaltigen Hieb folgen. Okay. Und dann haben wir die. Und das ist der Erschütterer. Das ist einfach nur Plus. Also beide gleichzeitig. Und Grand Slam, rechts, links, rechts. Also das ist nicht gleichzeitig. Siehst du, das Plus hatte ich damals übersehen. Ja. Na gut. Solos. Die beiden Einheiten hatten wir schon. Welt. Teufelsturm. Feuertribute. Okay. Nur um das mal sich anzuschauen. Gut, also hier war so ein Ding. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Ne? Nee. So, mehr scheint es hier auch schon gar nicht zu geben. Oder gibt es hier noch irgendwo so einen Schrein?
Und wo... Ups. Ups. Ach, hier. Aber... Wo sind denn diese... Was für Teufelsdornen, bitte? Guck mal. Wenn wir die Ranken sehen, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon der spricht. Für mich sind das irgendwelche Schreine, aber was für Ranken. Ach, die hier, oder was? Diese Blumen. Achso, diese roten Blumen, glaube ich. Sind gemeint. Wo war jetzt der andere? Wo war jetzt der andere? Die Musik hintergrund ist schon cool. Was? So, sind hier auch solche Blumen? Also hier sind keine Blumen, das heißt, hier dürfte gar nichts passieren, oder? Ne, scheinbar nicht. Okay. Gut. Ach, hier ist auch so ein Teil. Aber hier gibt es auch nicht solche Blumen. Oh, was ist das denn? Was zum Geier? Ja, die Musik ist schon cool. Sehr cool. Ach, guck mal. Die vier Gesichter. Ach Gott, wie heißt das? Wie heißt das nochmal? In Dingens. Ach, da steht mein Auto. Sollte ich nicht woanders rausgehen? Sollte ich nicht woanders rausgehen? Hier. Ja, hier, ne? So, wo ist mein Auto? Stimmt. Ja, stimmt. Wo ist es denn? Stand auf der anderen Seite. Ich hol's jetzt hierher. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Alles klar. So. Lass uns Dämonen umführen. Yeah. Okay. Los geht's. Was ist das für ein komischer Haufen? Oh. Ich fahr jetzt mal querfeld ein. Keine Ahnung, ob das auch geht. Das werden wir herausfinden. Was zum Geier ist das hier? Ui, ist wieder ein... Alles klar. Oh, mein Auto fährt einfach weiter. Hier sind wieder die Blumen. Das nenne ich ein Relikt. Mhm. Kann ich hier rein oder was ist hier los? Nö. Oh, jetzt ist es schon. Huch, was fliegt denn da? So, ich hoffe, ich komme hier lang. Also nicht keine Blumen. Oh, ich bin noch mal Lars. Aber das ist noch nicht... Da hinten müssen wir noch hin. Was ist denn das hier? Ja! Was ist das denn? Was machen? Hä? Was ist das?
ist schrecklich. Ich muss den Kerl befreien. Was? Ich muss den Kerl befreien. Was soll ich denn da... Wie soll ich denn da was befreien? Hä? Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. Ja, wie soll ich denn hier was befreien? Ich verbrenne mir doch nicht die Finger. Okay. Niemand knibbelt meinen Drachen. Ich weiß, du würdest mir gern danken. Brüll, kleiner Drache, brüll. Was auch immer. Wir haben einen Drachen befreit. Eine Drachenstatue, wohl bemerkt. Wo ist das Auto, Mann? Was? Mal schauen, wo wir hier hin müssen. Ah, da ist Lars. Hab ich was zwischen den Zähnen? Wieso? Lass mal gucken. Das ist er also. Der Steinbruch. Hunderte unserer stärksten jungen Männer schuften sich hier ab. Genau wie ihre Väter und Großväter vor ihnen. Was? Ohne Werkzeug. Zerschmettern sie soliden Fels allein durch die Härte ihrer Schädel. Oh Gott. Na dann los, holen wir sie da raus. Wo ist das Tor? Es gibt kein Tor. Hätte Was? Er. Sie können nirgendwo hin. Sie wissen nicht, wie man außerhalb der Grube lebt. Die Gesellschaft braucht sie nicht. Also bleiben sie. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, aber... Was macht man mit einem Haufen Kinder, die nichts können, als den ganzen Tag nur zu headbangen? Man startet eine Revolution, Lars. Was? Alter, was haben die für Stirnacken? Hast du die Stirnacken gesehen? Alter, wie krass. Es ist wie Popeye. Nee, nicht wie Popeye. Starte die Revolution, jetzt oder später? Jetzt natürlich. Und zwar jetzt. Nee, jetzt muss der Schlachtruf erklingen. Hast du gerade mein Schwert angestarrt? Was? Schlachtruf. Halte Q fest und wähle das Schlachtruf-Solo aus dem Menü. Aha. Wecke mit dieser uralten Musik die Titanen, die Lebensgeister deiner müden Krieger, und inspiriere sie dazu, erbitterter zu kämpfen. Ja. Cool. Ich muss zurück nach Bladehenge, bevor Ophelia irgendwas Dummes anstellt. Ich komme mit einer Armee, die eines Königs würdig ist.